Freunde, herzlich willkommen im neuesten Video. Frank und ich kommen gerade aus dem Gym. Mega gute Rückeneinheit gehabt, hat mega viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen gehen wir letzter Zeit gerne morgens trainieren. Es ist nicht ganz so voll, man kann sich auf sich konzentrieren, muss nicht anstehen und ja, es ist einfach auch ein bisschen aufgeräumter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns im McFit, so zu den Abendstunden, wenn dort richtig High Life ist, da gibt es nur wenige, sage ich jetzt mal, die ihre Gewichte zurückräumen. Ja, aber wir machen das immer fleißig, ne? Immer. Immer, immer fleißig. Und ja. Immer ein gutes Vorbild sein. Man muss es immer gut vormachen. Genau, und die Gewichte wegräumen. Räumt ihr eure Gewichte weg? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon, wenn so ein Gym mal auch ordentlich aufgeräumt ist? Ja. Das wäre super. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Frau, wenn man an die Beinpresse möchte und da einfach mal gefühlt 500 Kilo drauf sind. Man muss die ganzen Scheiben zurückräumen, das dauert länger als das halbe Training. Tja. Das ist kacke. Beschwerst dich jetzt gerade? Ja, das ist echt kacke. Ich meine, ich gehe nicht an die Beinpresse jetzt mehr, aber es ist trotzdem kacke. Vielleicht fühlt sich ja gerade jemand angesprochen. Ich sehe dich. Komm, Baby! Komm! Wir waren schon fleißig. Komm's rein! Komm's raus! So, da sind wir wieder zurück. Frisch vom Einkauf, frisch rasiert, geduscht und ja. Was sagst du dazu? Wocheneinkauf erledigt. Gott sei Dank. Wollen wir mal zeigen, was wir geholt haben? Ja, ganz healthy. Im Schnelldurchlauf. Die Schokoladenpilze haben wir noch nicht probiert. Werden wir probieren. Wir lassen euch natürlich Feedback da. Mal schauen, ob sie uns schmeckt. Candy, haben wir vor kurzem erst ein Video drüber gemacht. Eis. Willst du das schon einräumen? Warte, ich rück mal vor. Für den kleinen Hunger. Salat für später. Das hier ist Low-Fat Salami und zwar nur mit 3 Gramm Fett. Solltet ihr mal abchecken. Eier, wir brauchen Eier. Oh, noch mehr Eis. Ein paar Äpfel für den Healthy Lifestyle. Wenke hat schon wieder Exquisa geholt. Von Angebot. Skier. Eine Menge Gains, noch mehr Gains. Eis. Einmal Praline in Cream. Häng das. Das. Und Half-Baked. Toast geht immer. Wir haben ja als Energy Drinks normalerweise Monster. Jetzt sind wir mal hier auf diesen Rockstar gesprungen. Einmal in Silber und einmal in Rot. Schmeckt gar nicht schlecht, zur Abwechslung mal was anderes. Ganz ehrlich, diese Box hier, die haben wir ja eigentlich nur geholt, weil wir dort Süßigkeiten drin bunkern wollen. Ne? Aber dafür müssen wir die erstmal leer machen, habe ich gehört. Tja, scheiße gelaufen. Kinderriegel, ihr seht, wir haben relativ viele Süßigkeiten mit dabei. Keine Sorge, wir hauen uns das nicht alles auf einmal rein, sondern das wird dann sozusagen in den nächsten Wochen verzehrt. Es ist sowieso so, dass wenn ihr bei uns
in den Cheat Day Videos oder wenn ihr bei uns in Videos, wo wir mal eine Pizza essen oder wo wir mal ein paar Süßigkeiten essen, das natürlich nicht der Regelfall ist. Also wenn man so aussehen möchte, dass man einen relativ niedrigen Körperfettanteil isst, dann kann man sich das auch nicht alles so reinschaufeln. Also nicht, dass ihr denkt, dass jetzt diese ganzen Instagrammer und YouTuber sich das ganze Zeug immer komplett reinhauen und so aussehen, weil mit Cheat-Day-Videos oder mit solchen Bildern, wo so Foodporn drauf ist, erreicht man natürlich auch relativ viele Klicks. Ne? Nur damit ihr das wisst. Und nochmal für euch, wenn wir Cheat-Day-Videos drehen, dann ist es so, dass wir auch wirklich solche Cheat-Days auch nur dann machen, wenn wir drehen, um euch zu entertainen. Also wenn wir persönlich mal einen Cheat-Day machen, dann fällt der nicht so üppig aus. Und dann beschränkt sich das Essen meistens aufs Frühstück oder sowas oder auf ein paar Snacks am Tag. Oder halt eben auf den Abend, wenn wir dann sagen, okay, wir essen abends eine geile Pizza, einen Döner, danach noch ein paar Süßigkeiten und sowas und dann war's das auch. Also wir hauen uns nicht in einem Cheat Day 10.000 Kalorien oder so rein. Sowas machen wir nur fürs Video, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich denke, dass bei uns ständig Cheat Day ist oder dass Cheat Days regelmäßig gemacht werden sollten. Natürlich könnt ihr das machen. Auf eure eigene Verantwortung, sage ich jetzt mal. Aber ich würde es nicht empfehlen. Vor allen Dingen könnt ihr dann auch nicht die Form halten. Dann haben wir noch diverse Milchsorten. Mandelmilch, Cashewmilch und Hafer. Hier ein paar gesunde Tomaten. Noch ein paar Kleinigkeiten, Süßigkeiten. Ein paar Trockenfrüchte, um den Toilettengang zu erleichtern. War noch beim Metzger. Wir haben hier einmal Rindertatar und einmal Hähnchenbrustfilet. Und das Hähnchenbrustfilet, das frieren wir uns gleich ein. Das zeigen wir euch. So Freunde, der Kühlschrank ist gefüllt, Einkauf ist getan, anlehnend dazu habe ich mir gedacht, gibt es jetzt nochmal ein geiles Product Placement. Und zwar kennt ihr ja schon unsere Haier-Kühlung-Gefrier-Kombination. Aber schauen wir doch einfach nochmal eben kurz rein, ich meine, mittlerweile ist er ja auch voll. Ihr seht schon, die Lebensmittel werden mega schön durch die LED-Lichtsäule am Ende beleuchtet. Und wenn ihr mal reinschaut, dann haben wir hier die ABT-Technologie. Das heißt, dass wir hier ein antibakterielles UV-Licht haben, wodurch die Lebensmittel länger frisch bleiben und die Bakterien mittels UV-Licht dann sozusagen neutralisiert werden. Dann haben wir hier noch zwei unterschiedliche Kühlfächer, die wir vorne auch natürlich am Bedienfeld einstellen können. Und das Beste ist, wir haben jetzt natürlich auch ordentlich Platz für unsere ganzen Lebensmittel. Und hier unten haben wir noch zwei Gefrierschubläden. Zum einen die obere hier mit dem Haier Fresher Pad. Das Geile ist, wir haben hier eine Leichtlaufschiene oben drauf, sodass wir die Lebensmittel voneinander trennen können. Und wenn wir dann die Gefrierschublade öffnen und zum Beispiel nur die Lebensmittel von oben haben möchten, dann sparen wir so um die 20% an Energie zu herkömmlichen Gefrierschubläden. Das Haier Fresher Pad sorgt dafür, dass wir Lebensmittel wie zum Beispiel Fisch oder Fleisch doppelt so schnell einfrieren können. Wir können es aber auch nutzen zum Auftauen und so können wir Lebensmittel dreimal so schnell wieder auftauen wie gewöhnlich. Und hier unten haben wir dann noch eine Gefrierschublade und zwar mit dem gleichen Leichtlaufschienensystem. Und darunter haben wir dann natürlich nochmal ordentlich Platz für die ganzen Lebensmittel. Da passt soweit alles rein. So schaffen wir es dann auch, dass wir unsere ganzen Gefriersachen auch mal vernünftig einfrieren können. Und wenn wir einen großen Einkauf haben, passt auch alles hier in die Gefrierkombination. Wenn ihr also selbst einen dicken Kühlschrank sucht, dann checkt einfach mal den Link unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video, oder? Was meinst du? Ja. Ja, also. Auf geht's. Ist er soweit? So, Freunde, da sind wir wieder. Kommen wir zu ein paar spannenden Videothemen. Und zwar, wie das Ganze bei uns weitergeht. Und zwar habe ich euch in einem vorherigen Video ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen am Hadern bin, was ich machen soll, ob ich jetzt in den Dirty Bulk gehen soll, 100 Kilogramm Fatface, Eike. Mama, may I have cookie? No, diabito. Roll back to kitchen. Oh. Du magst ja einen dicken Eike. Ich mag das ja, aber das ist ein bisschen... Ob ich meine Form jetzt weiter so halte oder ob ich in einen leichten Aufbau gehe. Ich habe sehr viel Resonanz bekommen, vor allen Dingen auch auf Instagram, als ich das dort gefragt habe. Und alle haben geschrien, Fatface, Fatface. Aber ich denke, ich habe vor, mit dem Gewicht weiter hochzugehen. Aber ich habe mir so eine Grenze gesetzt, so 96 Kilogramm höher möchte ich nicht gehen. Also nicht ganz auf die 100 Kilogramm. Weil wenn ich auf 100 Kilogramm gehe, dann muss ich dementsprechend halt auch länger Diät machen, um
und braucht natürlich auch ein bisschen, bis ich das ganze Fett halt wieder vom Körper abgemeißelt habe. Heißt jetzt für mich, ich werde jetzt in den Aufbau gehen mit einem Überschuss, den habe ich jetzt noch nicht für mich selbst so definiert, aber ich weiß, dass meine Erhaltungskalorien so ungefähr bei 3300 Kalorien liegen, wenn ich ganz normal trainiere und meinen normalen Alltag habe. Ich werde zwischendurch noch mal ein bisschen Cardio machen, alleine fürs Herz-Kreislauf-System und weil ich mich nach dem Cardio einfach mega gut fühle. Das heißt für mich, Cardio so ein bis zweimal die Woche, 15 bis 20 Minuten nach dem Training, mehr werde ich nicht brauchen. Und so werde ich meinen Aufbau dann halt gestalten, dass ich sage, okay, ich gönne mir dann am Abend mal ein paar mehr Kalorien, vielleicht mal hier eine Pizza, da eine Pizza. Aber wie genau ich das angehen werde, das werdet ihr dann natürlich in den folgenden Videos noch sehen. Wir werden euch natürlich mitnehmen durch den Balk, nenne ich jetzt mal. Ich werde das Ganze dann bis Januar machen. Das heißt, ich werde mir die Weihnachtsfeiertage noch ordentlich gönnen. Ich habe Anfang Januar noch Geburtstag, da möchte ich noch ein bisschen schlimmern. Und dann geht es auch schon wieder in die Diät zur FIBO, wobei ich vorhabe, nächstes Jahr endlich wieder einen Wettkampf zu machen. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr schon einen Wettkampf machen, aber da kam mir die Bizepsentzündung dazwischen. Dementsprechend ist es jetzt halt dann für nächstes Jahr geplant, einen Wettkampf mitzumachen. Ich stand 2015 das letzte Mal auf der Bühne beim American Dream und habe dort den 4. Platz belegt im Finale. Und an welchem Wettkampf ich teilnehmen werde, weiß ich aber noch nicht. Kann durchaus sein, dass ich in eine andere Klasse gehe. Ich werde nicht ins Classic Bodybuilding oder sowas gehen, weil ich ja noch einen Abriss habe am Oberschenkel. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, meinem kleinen kosmetischen Makel am Oberschenkel, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, dann erzähle ich euch die ganze Story dazu. Aber eventuell gehe ich wieder auf die Men's Physik Bühne oder ich traue mich in irgendeine andere Klasse, ich weiß es noch nicht ganz genau. Das muss ich mal eben schauen, weil hier in Deutschland, was so, sag ich mal, die Wettkämpfe anbelangt, ist es nicht so einfach, sich einen vernünftigen Wettkampf auszusuchen, den man dann auch natürlich erfolgreich bestreiten möchte, wenn man nicht die richtigen Connections hat. Sky. Dementsprechend weiß ich noch nicht genau welchen Wettkampf, aber es wird definitiv kurz nach der FIBO irgendwann sein, also im Frühjahr. Und meine Diät beginnt dann im Januar. Und du machst jetzt auch noch ein bisschen Aufbau, ne? Ja, so einen richtigen Aufbau mache ich nicht. Ich möchte einfach nur auf Erhaltungskalorien gehen. Plus, minus, das wird dann halt jeden Tag irgendwie so ein bisschen schwanken. Aber ich denke, dass ich so roundabout bei 2000 Kalorien im Schnitt landen werde. Und dadurch, da mache ich halt keinen richtigen Aufbau. Ich will einfach nur, dass mein Stoffwechsel sich ein bisschen wieder erholt von den Diäten. Und dass ich dann halt auch, wenn es dann mit der Diät wieder losgeht, vernünftig starten kann. Und auch in einem moderaten Kaloriendefizit mit mehr Zeit auch schön abnehme. Ich möchte allerdings ein bisschen früher anfangen und zwar denke ich so Anfang Dezember. Weihnachten mache ich dann natürlich eine Pause. An Eikes Geburtstag gibt es dann auch ein Stück Kuchen, denke ich mal. Ich möchte mir selber mehr Zeit geben, dass es nicht so eine Hauruck-Aktion zu FIBO wird. Und ja, und dann werde ich mal schauen, wo es endet, wie ich dann aussehe. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da schon ein bisschen drauf wieder. Clean zu essen oder ja, also, meinst du? Nee, clean essen machen wir ja schon. Ja. Nur es ist halt ein bisschen viel Süßkram dabei und viele Kalorien und so weiter. Ja. 75% clean. Ja, nicht mehr 80-20, 75-25. Genau, und so ist dann mein Plan jetzt für dieses Jahr. Also einen richtig krassen Aufbau, so wie Eike, werde ich nicht machen, sondern halt, wenn ich dabei aufbaue, ist natürlich super, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, wobei wir dazu sagen müssen, Wenke hatte jetzt die letzte Diät zu FIBO auch ein paar Schwierigkeiten, ne? Ich sag mal so, dein Stoffwechsel hat auch nicht ganz so mitgespielt, alleine vom Hormonhaushalt her. Genau, Schilddrüsenhormone und so weiter. Da habe ich jetzt bald meinen Arzttermin. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was dabei rauskam. Ich sollte meine Hormone dazu absetzen, das habe ich jetzt getan. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Genau. Ich meine, du hattest sie abgesetzt, du hattest sie teils, bis zu Fieber hattest du sie noch drin, ne? Ja. Ja, aber ich sag mal so, Wenke hatte Schwierigkeiten abzunehmen, obwohl das Kaloriendefizit da war. Und wir wollten auch nicht noch tiefer mit den Kalorien gehen damals in der Diät. Wir sorgen jetzt erstmal wieder dafür, dass der Stoffwechsel sozusagen sich wieder ein bisschen nach oben hin anpasst. Wobei man hier nicht von großen Zahlen, großen Sprüngen reden kann, weil so ein Stoffwechsel, der schwankt nur so zwischen 5 bis 10%.
Außer man hat halt hormonelle Probleme, wie zum Beispiel mit der Schilddrüse. So, und das Ganze wird bei Wenke jetzt halt nochmal wieder untersucht und dann können wir euch dazu noch mehr sagen. Aber Fakt war einfach, du hattest Schwierigkeiten mit dem Abnehmen. Die Abnahme war nicht da. Ich war sehr müde. Jetzt bin ich, seitdem ich abgesetzt habe, noch müder. Also ich stehe quasi auf, bin ein bisschen wach und dann nach einer Stunde bin ich wieder müde. Das ist halt nicht besonders optimal. Auch was Motivation zum Training angeht, wenn ich dann echt von Arbeit komme und kaputt bin, dann muss ich mich schon ein bisschen zwingen. Ich meine, wenn ich dann da bin, ist es natürlich super, habe ich mega Bock. Aber erstmal diese Müdigkeit zu überwinden. Dann ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, meine Haare fallen ein bisschen mehr aus. Und ja, ihr könnt euch das vorstellen, wie es denn hier jetzt aussieht. Ja, die landen dann einfach zwischen meinen Boxershorts. Wie die da hinkommen. Weiß ich nicht. Ja, aber nur mal ein kurzes Update für euch, Freunde. Und damit ihr wisst, wie es denn so weitergeht, was so aktueller Stand der Dinge ist. Haben wir noch was? Makros? Was für Makros? Wir tracken nicht. Freunde, wir tracken nicht. Weil wir bekommen öfter mal die Frage, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Trackt ihr, zählt die Kalorien? Wir sind gerade nicht am Tracken. Wir sind nicht am Zählen. Wir werden in der Diät wieder zählen. Wenke achtet unter der Woche ein bisschen drauf. Zählt so den halben Tag. Genau, und dann, wenn ich dann wieder zu Hause bin und abends, dann überschlage ich das einfach, sodass ich einfach oben mehr habe. Und vor allen Dingen, dass ich genug Eiweiß drin habe. Da achte ich drauf. Bei mir ist es auch so und ich steuere jetzt den Bulk. Ich fange jetzt gerade erst an mit meinem Aufbau. Also ich habe letzte Woche noch meine Form sozusagen gehalten und wie das Ganze dann ausfallen wird, das werdet ihr dann in den kommenden Videos sehen. Und dann gibt es vielleicht Ende Dezember einen kleinen Fettwechsel. Aber nur einen kleinen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt eure ganzen Gedanken und eure Meinung zu diesem Video unten in die Kommentare bitte. Dann können wir da auch drauf eingehen, wenn ihr Fragen habt zu dem Bulk oder zu irgendwelchen Sachen oder vielleicht sogar zu Wenkes Schilddrüsenhormonen oder irgendwie etwas. Alles damit in die Kommentare. Denkt daran, klickt auf die Glocke, damit ihr die aktuellen Videos auch immer mitbekommt, wenn sie online gehen. Und auch keins verpasst. Und auch keins verpasst. Und dann würde ich einfach sagen, lasst uns einen Daumen da. Sehen wir uns im nächsten Video. Lasst uns einen Daumen da. Und lasst uns einen Daumen da. Bis dann. Bis dann.